Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36. Sollten wir nicht eigentlich anderen Gutes tun, selbst denen, die uns hassen und viel öfter gelassen agieren, anstatt vorschnell zu explodieren? Für diejenigen beten, die uns beleidigen und anstatt uns dauernd zu verteidigen, weniger nachtragend reagieren, stattdessen nachfragend: Interessieren wir uns für die Situation der anderen Person? Sollten wir nicht eigentlich diejenigen segnen, die uns verfluchen, die versuchen, uns Steine in den Weg zu legen, die uns das Leben schwer machen mit mehrfachen Attacken, die uns piesacken und auf uns herumhacken? Sollten wir nicht eigentlich, anstatt geringfügig und klein zu denken, vielmehr großzügig sein, denn Schenken macht nicht ärmer, sondern reich. Im Vergleich zu denen, die augenscheinlich kleinlich sind und höchstwahrscheinlich farbenblind, die Narben sind empfindlich und scheinbar unüberwindlich, manche Barrieren. Können wir sie überqueren, indem wir barmherzig sind? Sollten wir nicht eigentlich wohlgesonnen tonnenschwere Vorwürfe verwerfen und unsere schwachen Nerven weniger aufregen, die alten Scherben auffegen, ein neues Buch auflegen, ein neues Kapitel mit dem Wundermittel Vergebung schreiben, anstatt uns dauernd aufzureiben, uns zu wehren und uns selbst zu belasten, indem wir uns beschweren? Wieso sollten wir barmherzig sein? Wird die Welt zu einem besseren Ort, wenn wir uns immerfort bemühen und hier und dort ein paar Funken Barmherzigkeit versprühen? Ist das nicht extrem anstrengend? Oder tut es uns nicht gerade jetzt gut, mitten in der Flut von schlechten Nachrichten und Social Distancing, in einer Zeit, in der wir ein Mindestmaß an Mitmenschlichkeit vermissen und nicht wissen, ob der andere hinter der Maske noch lächelt oder schon schwächelt? Barmherzig sein, warmherzig sein. So wie der Vater im Himmel. Weil wir erlebt haben, wie liebevoll und barmherzig der Vater im Himmel mit uns umgeht, dass er sich nicht einfach umdreht, uns nicht mit leeren Versprechungen abspeist und wenn wir versagen, uns nicht einfach abweist, weil er uns immer wieder vergibt, weil wir wissen, dass er uns bedingungslos liebt, können wir in seinen Fußstapfen wandeln und andere in gleicher Weise behandeln. Barmherzig sein, warmherzig sein. Ein Mensch, dem diese Liebe widerfährt, bewährt sich als kompetent, konsequent zu lieben und warmherzig zu sein und so wie der Vater barmherzig zu sein.